Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Auffallend Anders. Heute haben wir den zweiten Teil unseres Ford Raptors hier. Wir haben ja groß geplant, was zu tunen. Leider wurde das Auto gleich wieder verkauft, nachdem praktisch die Folierung abgeschlossen war. Wir haben allerdings trotzdem ein schönes Tuning gemacht. Was das war, das zeigt euch gleich der Robi, der hier gleich kommt. Robi, jetzt! So, ich habe jetzt gerade schon mal angekündigt, du hast hier wieder fein umgeschraubt. Was hast du denn Schönes gemacht? Ja, also wie gesagt, das Auto ist ja, das heißt leider, das Auto ist verkauft. Also nach der letzten Folge ist es offensichtlich so gut angekommen, dass da gleich jemand gesagt hat, aber genauso möchte ich haben. Jetzt können wir natürlich unsere ganzen Sachen, die wir eigentlich vorhatten, leider nicht mehr durchführen. Aber eins konnten wir durchdrücken, und zwar unsere Klappenauspuffanlage. Ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an, oder? Ja, dann. Ja, für den richtigen Sound braucht man natürlich ein bisschen was Intus, ne? Da macht er endlich mal was für sein Geld, oder? Ja. Oh, Bodybuilding! So, Zeit zum Arbeiten, komm. Ja, okay. So, dann wollen wir mal hören, was der Robert hier wieder verzapft hat. Dolle schon mal nicht. So, jetzt mal richtig, Robert, jetzt mal richtig. Ja, geht. Frage mich was. Warum ist denn da so feucht? Nee, erzähl mal. Du bist noch jung, da kannst du nicht mehr sagen. Furchtbar. So, werden wir mal wieder sachlich. Was hast du denn da eigentlich Schönes eingebaut? Hier haben wir unsere Klappenanlage angebaut, unsere AK Customs Klappenanlage. Das ist eine Fertigung von Firma NAP, die machen ja auch unsere anderen Klappenanlagen. Das ist jetzt die erste, die wir für unseren Raptor haben uns fertigen lassen. Da war doch das Problem im TÜV. Richtig. Aber das haben wir in den Griff bekommen. Wir haben mit viel hin und her, viel reden, viel schreiben, viel zeigen, und wir haben auch mit unserem TÜV-Ingenieur gesprochen, der hat sich die ganze Sache angeguckt. Wir mussten ein paar Auflagen erfüllen, und unter anderem war das auch gewesen, wenn wir hier mal runter gucken. Wir haben ja hier ein Reserverad drunter. Jetzt sehen wir, dass da relativ nah die Abgasanlage rangeht. Mhm. Da haben wir jetzt mit Thermoband umwickelt. Aus temperaturtechnischen Gründen. Mhm. Wie gesagt, das größte Problem war aber halt die Geräuschentwicklung. Diese Klappenanlage hatte ich ja schon mal erklärt bei der anderen Abgasanlage von den Ram, dass die am Datenbus mit drin ist. Das ist hier genauso. Und da war halt das Problem, dass in diesem Prüfzyklus das nicht ganz hingehauen hat. Jetzt haben wir halt soweit geprüft und gemacht und getan, beziehungsweise die Firma NAP, dass die ganze Sache jetzt hinhaut. Wir dafür jetzt ein Gutachten haben und jetzt zum Glück eingetragen kriegen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es nachher im Fahrzyklus klingt, also unter Last. Mhm. Hier haben wir ja, wie gesagt, keinen Saugmotor, sondern hier haben wir ja einen Turbomotor. Und ich denke mal, dass da, wenn da der Laddruck entsteht, dann kommt hier hinten noch mal ganz andere Töne raus. Also da bin ich wirklich gespannt. Wir müssen ja nochmal zur Firma FolienFX nochmal hier wegen der schönen Folie nochmal prüfen lassen. Da fahre ich nachher nochmal los, und da freue ich mich wirklich schon auf die Fahrt. Cool. Ja, da würde ich einfach mal sagen, wir nehmen vielleicht auch nochmal Fahrgeräusche auf, oder Dennis? Also, lass uns einfach mal los. Ja, früher haben mir die Folgen ein bisschen mehr gefallen, da durfte ich noch fahren. Aber Zeiten ändern sich. Ja, er hat es auch ein bisschen mehr drauf. Ja. Aber ziemlich geil. Der Sound, pff, geil.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns, weil es kommen natürlich noch geile und noch größere Projekte bestimmt. Wir sind gerade dabei. Wir sind gerade dabei. Also was euch da erwartet, das werdet ihr sehen, wenn ihr uns abonniert habt. Also lasst euch gut gehen. Bis später. Ciao.